Markets on Air mit dem Schwerpunkt Smart City. Hamburg fährt voran. Millionen Menschen, Millionen Wege. Alle sind immer unterwegs. Damit der Verkehr besser fließt, investieren viele Städte in digitale Lösungen. Diese Software ist brandneu. Hamburg kann seine Baustellen nun besser aufeinander abstimmen. Wir sind sehr glücklich. Einmal haben wir mit diesen Geräten tatsächlich einen Wow-Effekt geschaffen. Jeder kann das intuitiv bedienen, weil sie daran arbeiten wie an einem Smartphone oder einem Tablet. Also diese Haptik, die kann jeder bedienen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Weil nun jeder gleich sieht, wer wo bauen will, können Maßnahmen verschoben oder zusammengelegt werden. Je nachdem, was am wenigsten Stau verursacht. In Hamburg sind inzwischen auch die Ampeln gut vernetzt. Nähert sich ein Bus, bestellt er im Heranfahren seine eigene grüne Welle. Für alle anderen bestimmt die Software der Verkehrsleitzentrale, wo es vorangeht. Morgens fahren natürlich sehr viel mehr Autos und Motorräder in die Stadt und nicht aus der Stadt heraus. Deswegen sind die Ampelsysteme, die Programmierung dahinter so geschaltet, dass der Verkehrsfluss in die Stadt optimiert wird. Smart City, das Schlagwort für kommunale Digitalisierung. Hamburg sieht sich beim Thema smarte Mobilität als Vorreiter. Im Jahr 2021 lädt die Stadt zum Weltkongress für intelligente Transportsysteme. Schnell vorankommen, garantiert ohne Stau, funktioniert das mit dem Zug. Wer keine Haltestelle vor der Tür hat, kann an manchen Bahnhöfen direkt das Verkehrsmittel wechseln. Die Hamburger Hochbahn vernetzt sich mit privaten Carsharing-Diensten und bietet eine App, die Kunden zeigt, mit welchem Verkehrsmittel sie wo am besten hinkommen. In Zukunft ist es so, dass wir ganz gerne eine Plattform schaffen möchten, die nicht nur alles anzeigt, sondern in der ich auch die gesamte Abwicklung von Anmiete über Registrierung, über Bezahlung komplett regeln kann. Die Digitalisierung bietet den Stadtbewohnern Chancen, ihr Zusammenleben mit Millionen anderen angenehmer zu gestalten. Und 20,4 Milliarden Euro Umsatz haben IT-Unternehmen mit kommunalen Dienstleistungen in Deutschland im sogenannten Smart City-Markt erwirtschaftet. Die Branche wächst so schnell wie derzeit kaum eine andere. Das hat eine Studie des Verbandes der Internetwirtschaft ergeben. Demnach soll sich der Smart City-Markt in den kommenden 5 Jahren auf knapp 44 Milliarden Euro mehr als verdoppeln. Mega-Zugprojekt geplant. Bolivien und Brasilien haben sich auf den Bau einer Bahnlinie durch Südamerika geeinigt. Die sogenannte Bioceanico soll auf einer Strecke von fast 4000 Kilometern vom Atlantik zum Pazifik führen. Dabei soll die Bahnlinie in der brasilianischen Hafenstadt Santos beginnen und an der peruanischen Küstenstadt Ilo enden. Der Zug soll im Jahr 2025 rollen, die geschätzten Kosten 12 Milliarden Euro. Welthandel boomt. Die Weltwirtschaft wird auch 2018 weiter wachsen. Zum ersten Mal seit Jahren befinden sich fast alle wichtigen Volkswirtschaften in einem Aufschwung, so die Prognose des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Die Experten erwarten ein Wachstum der Weltkonjunktur um 3,8%. Das ist ein leichtes Plus im Vergleich zum vergangenen Jahr. Deutsche in Reiselaune. 14 Milliarden Euro haben die Deutschen im vergangenen Reisejahr 2017 für Urlaube ausgegeben. Das sind 4% mehr als im Jahr davor. Grund dafür ist die gute Konjunktur. Vielen Bundesbürgern sitzt das Geld für Reisen locker. Punkten konnte nach Angaben des Tourismusverbandes vor allem Griechenland mit fast einem Drittel mehr Buchungen. Rhein-Neckar. Das Dreiländereck, in dem Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg aneinander grenzen. Zwei große Flüsse, Rhein und Neckar, geben der Region ihren Namen. Rhein-Neckar ist einer der wichtigsten Wirtschaftsstandorte Deutschlands. 10 der 100 stärksten börsennotierten Unternehmen haben hier ihren Sitz, darunter Weltkonzerne wie BASF, SAP oder Heidelberger Druckmaschinen. Außerdem sind hier viele mittelständische Unternehmen, Hidden Champions und innovative Start-ups zu Hause. Weit mehr als die Hälfte der in Rhein-Neckar produzierten Güter gehen in den Export. Die größten Städte in der Region Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg.
Anziehungspunkt für Touristen aus der ganzen Welt. Rhein-Neckar zählt zu den sonnigsten Regionen Deutschlands. Und deshalb ist das Gebiet mit gut 1800 Sonnenstunden im Jahr berühmt für seine guten Trauben und Weine. Und das war Markets on Air.